Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Live-Coding, was auch auf YouTube hochgeladen wird. Hoffentlich. Na, wenn du es auf YouTube siehst, dann hat es wohl geklappt. Genau, und was haben wir heute vor? Ja, wir werden mal, ich habe eine kleine App nämlich programmiert. Wir werden uns mal anschauen, wie die so aufgebaut ist und so weiter. Und ja, genau, das war es dann eigentlich auch. Ich habe schon die letzte Woche habe ich auch schon ein kleines Live-Coding gemacht. Da werde ich dann noch. Da hatten wir einige Probleme, nachdem ich versucht habe, in Android so eine Messagebox umzusetzen. Irgendwie ganz komisch. Und da schauen wir mal. Da zeige ich dann, wie ich das hinbekommen habe. Dann doch noch. Ja. Genau. Ich würde sagen, ich zeige euch gleich erstmal die App. Und ich bin ja natürlich wieder super unvorbereitet, weil ich wollte die App jetzt euch jetzt erstmal hier in Twitch posten, genauso auch auf YouTube, weil ich da einen Link einblenden, aber jetzt muss ich natürlich erstmal die App suchen. Da muss ich ja erstmal auf den Play Store kommen. Okay, dann machen wir das mal noch schnell. Auf dem anderen Monitor, solange könnt ihr hier schön. Ah, genau, dann schauen wir uns danach an. So, gehen wir mal hier hin. Google Play Store. Da muss ich bestimmt noch ein paar JavaScript-Sachen erlauben. Oh nein, ich habe schon Angst. So, nee, suchen wir mal hier. Ah, ich bin auch schon angemeldet. So, und dann haben wir es aber auch gleich. Hoffentlich. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Kann ich hier jetzt irgendwo den richtigen Link? Ich glaube. Ich hoffe mal, das ist der richtige Link. So. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Das schließe ich auch mal. Das brauchen wir auch nicht. So. Dann werde ich euch den jetzt mal posten. Genau. Also, das sollte die App eigentlich sein. Genau, und dann könnt ihr euch die auch mal runterladen. Ist leider nur für Android, aber ja, falls du Android hast, dann kannst du es ja gleich noch parallel testen, während ich euch zeige, auch wie die App aufgebaut ist. So, genau, jetzt starte ich erstmal das Handy, wo ich euch das Ganze mal zeige. Ist wieder so viel Müll, das brauche ich nicht. So, Energiesparmodus, weg damit. Genau, ja, der Link ist da und dann würde ich sagen. Switchen wir mal kurz die Kamera, damit ich euch das hier schön groß zeigen kann. Das haben wir hier. Ah, ja, genau. Jetzt habt ihr mich auch in groß. Das ist natürlich sehr schön. Und ich habe hier übrigens mein Schaf dabei. Naja, das muss ja auch mit streamen. Nee, ja. So ein Schaf ist immer gut. Genau, ich zeige euch das jetzt mal. Die App. So, hier ist nämlich irgendwie ganz viel Developing-Zeug, was man eigentlich gar nicht braucht. Und dann da oben in eurem Fall jetzt links oben in der Ecke, da seht ihr auch schon das Icon. Da klicken wir jetzt mal drauf und dann lädt das Spiel und sieht hier, ja, die Kamera ist leider nicht ganz so gut, aber ja, wir haben Optionen, Highscores, einen Endlosmodus und einen Blockmodus. Und fangen wir einfach mal mit den Highscores an, würde ich sagen. Man sieht wirklich wenig. Ja, also man sieht ja halt die Highscores von den einzelnen Spielmodi, werden auch gespeichert, also. Ist ja eigentlich ziemlich selbstverständlich. In Optionen haben wir die Möglichkeit, wir werden gleich sehen, was überhaupt das eigentliche Sinn von dem Spiel ist, wenn ein Spiel überhaupt einen Sinn hat. Wir können die Empfindlichkeit einstellen und vielleicht seht ihr schon da unten, das Ding kann man so hin und her bewegen. Und dann können wir oben die Empfindlichkeit einstellen. Jetzt stelle ich mal ein bisschen runter und jetzt ist es schon richtig schwerfällig. Also ja, kann man halt die Empfindlichkeit einstellen, je nachdem, wie die. Ich glaube, diese Accelerator, die sind immer noch ein bisschen anders geeicht oder so. Oder, naja, auf jeden Fall kann man sich da noch schön einstellen. Genauso so eine komische Lautstärke-Regler gibt es auch noch. So, jetzt schauen wir uns aber mal die eigentliche App an. Und zwar den Endlos-Modus. Ich habe hier jetzt. Ah, genau, ich muss auch noch die Animation zeigen. Wenn ich hier auf ein Ding drauf gehe, was ich jetzt gerade nicht schaffe, weil ich es ja gar nicht sehe, so. Genau, dann wird das so weggedrückt von so komischen Teilen und dann fährt der Menüpunkt hoch. Dann müssen wir die Augenkrebsstufe auswählen. Fangen wir mal mit leicht an. Dann können wir nämlich hier zwei Farben auswählen. Ich nehme jetzt mal hier die Windows Bluescreen Farben. Und dann sehen wir hier, ist die App. Ist es schwierig, das spiegelverkehrt zu machen, übrigens. Aber ich denke, ihr seht, um was es hier geht. Oben haben wir unsere Punktzahl. Ah, spiegelverkehrt, das ist wirklich schwer. Oben ist die Punktzahl und wir müssen halt den Ball eigentlich immer nach oben treffen. Und dann gibt es einen Punkt und dann kriegt man halt dann irgendwann mal einen Highscore. Oder nicht? In dem Fall werde ich es. Also spiegelverkehrt ist wirklich schlimm.
So, dann schauen wir uns mal noch die Augenkrebsstufen an. Leicht war ja jetzt noch okay. Die Farben ändern sich halt immer, wenn der Ball irgendwo gegen kommt. So, in normal ändert sich, oh Gott, ändern sich die Farben schon öfters. Und zwar eigentlich immer, auch wenn der Ball sich berührt, nur halt irgendwie ein bisschen mehr random. Ja, haben wir gerade die Evil-Farben. Was ist das? So ein Türkis und Rot. Habe ich den Ball nicht getroffen. Ja. Oder was ist das? Grün? Naja. Es kommt hier. Ja, also man sieht schon, das kann schon auch, vor allem wenn es schneller wird, zu Augenkrebs führen, durchaus. Aber jetzt schauen wir uns mal noch Augenkrebsstufe extrem an. Und ich muss euch warnen, für Epileptiker unter euch ist das jetzt nicht so empfohlen. Ja, das sieht dann so aus. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, könnte man sagen. Vor allem die Steuerung auch, ja. So, nun ja, lustigerweise ist mein Highscore im Endlos-Modus extrem am höchsten, aber naja. Nee, und dann haben wir zusätzlich noch den Block-Modus. Da können wir auch Farben wählen. Da haben wir jetzt natürlich einen ganz schönen Bug hier. Egal. Ja, super. Genau. Und dann werdet ihr auch schon sehen, um was es hier geht. Und zwar kann man hier Blöcke abräumen. Dieses Spiel kennt man vielleicht auch. Oh, bin ich schlecht. Genau, man kann Blöcke abräumen. Das geht hier natürlich spiegelverkehrt. Bin ich jetzt so schlecht, dass ich euch das jetzt gar nicht richtig demonstrieren kann. Es gibt 10 Level. Danach kommt immer ein. Immer das gleiche Level eigentlich. Und ja, wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie ich das Ganze programmiert habe. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir wechseln dann auch mal den Bildschirm auf. So, ja. Jetzt bin ich auch wieder kleiner. Jetzt müsst ihr mich hier nicht so groß sehen. Das war ja auch echt schlimm. Zoome ich mal hier ran. Ich hoffe, man kann es. Ich muss es mal gleich nochmal kurz auf Twitch kontrollieren. Ich hoffe, dass man so erkennen kann, was ich hier programmiere. Hier. Ja, Loading Video. Das ist ja super. Das ist ja, funktioniert ja schon mal sehr gut. Also, das ist ja wirklich unglaublich. Naja, also, wenn ihr übrigens irgendwelche Fragen habt oder ähnliches, dann könnt ihr natürlich gerne hier gleich live Kommentar posten und dann werde ich schauen, dass ich da drauf antworten kann. Ja. Nee, schauen wir uns mal an. Ich habe diese App übrigens mit libgdx als Framework programmiert. Also, das nimmt einem dann nochmal ein bisschen Arbeit ab. LibGDX ist eigentlich dafür da, dass man es plattformunabhängig programmieren kann. Das heißt, dass ich eigentlich dieses Spiel, diese App jetzt auf iOS ausführen lassen kann. Aber auch HTML5 wird auch unterstützt, genauso wie Desktop, also auf Windows und ja. Aber in dem Fall habe ich es nur für Android und habe da LibGDX mehr ein bisschen missbraucht eigentlich. Aber gut, ist es eigentlich auch egal. Genau, und wir sehen hier, das ist jetzt quasi die Android-Hauptfunktion, kann man sagen. Hier startet also unser Programm mit dieser OnCreate-Methode. Und ja, die wird aufgerufen und super.onCreate macht eigentlich nichts wirklich, nichts Wichtiges. Wir müssen es aber aufrufen. Also macht schon was Wichtiges, aber für uns ist es jetzt relativ uninteressant. Man braucht es halt, genau, wir haben hier die Config. Also sagen wir hier, dass das Spiel oder halt, dass die App sich nicht, das Handy sich nicht in den Ruhezustand versetzt, während die App ausgeführt wird. Das macht das. Hier gebe ich eben an, dass ich den Accelerator nutze, also um das hin und her vom Handy erkennen zu können. Und dass ich keinen Kompass nutze. Genau, und dann wird das hier initialized. Da muss ich einerseits diese Config, die wir dort erstellt haben, übergeben. Und andererseits wird eine neue Klasse Game erzeugt. So, und das schauen wir uns jetzt nämlich auch mal gleich schon an. Und zwar ist das schon etwas größer. Ich schau mal die wichtigen Sachen an. Und zwar dieses. Ah, jetzt müssen wir wieder nah ranzoomen. Die Klasse Game, die implementiert hier diesen Application Listener. Und wenn wir diesen Application Listener implementieren, haben wir eben da einige Methoden auch wieder, die aufgerufen werden, automatisiert. Das heißt, diese Create-Methode wird quasi beim Start der App dann auch ausgeführt. Die Render-Methode hier, die wird immer, also das muss man sich vorstellen wie ein Daumenkino eigentlich. Und da wird halt jedes Bild nacheinander muss angezeigt werden. Ja. Und diese Render-Methode wird halt pro Bild aufgerufen. Und da müssen wir halt schauen, dass alle Objekte gezeichnet werden, die wir in der Szene haben und dass sie auch bewegt werden.
Genau, und dann haben wir hier Resize, das, ja, hier steht es auch, Updates und Renders. Was? Nein, das stimmt nicht. Resize kommt halt, wenn das Ding resized wird. Also ich denke mal, das kommt dann auch, wenn man das kippt oder so. Genau, Pause, wenn jetzt zum Beispiel man in den Homescreen wechselt, dann wird das aufgerufen. Resume, wenn wir vom Homescreen wieder zurückkommen. Dispose, ja, wenn App gets destroyed, also wenn sie beendet wird. Ich glaube, da können wir sogar das Ding irgendwie abfangen oder so, dass man unsere App nicht mehr beenden kann. Naja. So, das ist jetzt was, das ist von mir eigens programmiert. Das ist jetzt gerade nicht ganz so. Was ist das da oben? Naja. Das ist jetzt gerade gar nicht so interessant, glaube ich. Ich schaue es mal kurz. Ja, toll. Das Internet funktioniert richtig gut. Also der. Ich weiß ja gar nicht. Ich hoffe, dass man den beim Stream überhaupt irgendwas erkennen kann. Naja. Machen wir hier wieder den Broadcaster hin. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Denn wir haben verschiedene Spielzustände, sage ich mal. So habe ich das, so baue ich das eigentlich gerne auf. Und zwar habe ich hier eine Enumeration, also eine Aufzählung an Spielzuständen erstellt. Wir sehen hier, wir haben einerseits das Intro. Das wird halt ganz am Anfang. Das ist wie so ein kleiner Ladescreen. Nichts Spannendes eigentlich. Wir haben das Hauptmenü. Das ist dieses Main. Wir haben den Endlos-Modus, den ich euch gezeigt habe. Und wir haben diesen Block-Modus, hier Break-Block genannt. Und wir haben GSNAN, für was wir das brauchen. Beziehungsweise hier beschwert er sich, dass wir es gar nicht brauchen. Naja, eigentlich ist es so gedacht, dass wir es brauchen. Scheinbar brauchen wir es nicht. Nee, aber wenn ihr euch fragt, warum hier kein Game State Option oder so ist, das ist nämlich in diesem Hauptmenü einfach drin, auch mit verwurstelt. Genau, was aber auch bedeutet, dass ich glaube, das Hauptmenü ist sogar die größte Klasse von dem ganzen Ding. Irgendwie komisch. Naja. Hier schauen wir uns mal an, was ich alles brauche. Wir haben eine Kamera, hier so ein Shape Renderer, der ist dafür da, um einfache Formen wie zum Beispiel Vierecke zu zeichnen. Hier diese Fonts, also die Schriftarten, die ich nutze. Der Sprite Badge, den brauche ich auch zum Zeichnen von diesen Formen, glaube ich. Genau, und dann haben wir hier einmal den Game State, das heißt, diese Game-Klasse speichert den momentanen Spielzustand. Und dann haben wir hier eben die einzelnen Spielzustände als Klassen. Ja, hier haben wir einen Type Font Generator, bla. Der kümmert sich darum, dass wir die Schriften auch laden können. ECM, ich weiß nicht mehr, was das ist. ECM. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Wir kommen wieder zurück später. Wir haben hier ein Color Array. Und zwar arbeitet das Spiel intern hauptsächlich mit 8 Farben. Das ist schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb, rosa, türkis und sonst noch irgendwas. Also so Zeugs halt. Und die werden dann eben in diesem Array an Colors gespeichert. Und hier sind die zwei Primär. Farben einfach gespeichert. Ja. Backpress, das ist noch von Tests, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Hier haben wir unsere Highscores. Ja, und ansonsten die Lautstärke. Irgendwelche Einstellungen. Ah, genau, da können wir dann. Das nutze ich, um die Einstellungen in Android zu speichern. Das heißt, ich habe ja den Highscore zum Beispiel, muss ich dort speichern und dafür nutze ich auch dieses Preferences-Objekt, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht, ich bin das schon ein bisschen her, dass ich es das programmiert habe. Dieses i18n-Bundle, das können wir uns bei Hilfe nachher auch noch anschauen. Das ist dafür da, dass ich mehrere Sprachen unterstütze. Und zwar gibt es die App, unterstützt Deutsch und Englisch. Ist jetzt zwar nicht so viel, aber viel mehr kann ich auch nicht. Ja. Und dann haben wir hier noch Boolean Paused, also ob das Spiel gerade pausiert ist, was wir auf False setzen. Logischerweise eigentlich. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die App gestartet wird. Set Catch Back Key To heißt, normalerweise, wenn man in Android auf die Zurücktaste drückt, dann geht man aus dieser App raus. War zumindest so. Und wenn ich hier dieses gdx.input.set Catch Back Key auf True setze, dann heißt das, dass ich die Zurücktaste selbst brauche für meine App. Und dann handle ich diese Taste eben in meiner App. Und Android tut dann nicht die App in den Hintergrund verschieben, wenn die Taste gedrückt wird. Also diese Zurücktaste kennt man ja. Genau, haben wir hier die komische Kamera. Da setze ich eine
Bildschirmgröße von 480 mal 800. Es gibt einige Apps, die zum Beispiel das immer richtig verschieben und alles, wo das dann immer die beste Auflösung hat. Mein Spiel hat nur die Auflösung 480 mal 800 und wird dann dementsprechend auch gestreckt und gezogen und verzerrt. Aber im Grunde ist es immer die gleiche Auflösung, was es für mich ein bisschen leichter macht beim Programmieren. Bei dieser einfachen App, wo ich ja nur Formen verwende, ist das auch gar kein Problem eigentlich. Genau. Dieser Shape Renderer wird hier erstellt, mit dem wir eben diese einfachen Formen zeichnen können. Das Sprite Badge, mit dem wir auch die Formen, die brauchen wir eben auch zum Formen zeichnen. Und hier werden die Farben erstellt, genau. Und dann hier sehen wir hier, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen aufwendig gelöst das Ganze, weiß ich nicht. Vor allem das, es kommt mir irgendwie, so macht man das bestimmt nicht. Vergesst das am besten. Hier werden die initialisiert und dann, genau, werden hier halt in einzelnen Farben, oder die Farben werden halt erstellt. Das heißt, hier haben wir schwarz, hier haben wir, der Alpha-Wert ist auch immer dabei, gut. Hier haben wir rot und so weiter, hier haben wir grün und ja, so weiter. Also 8 Farben auf jeden Fall. Ich habe halt immer geschaut, wenn man 3 Optionen hat, mit Einsen und Nullen, dann gibt es insgesamt 8 verschiedene Zusammensetzungen und die habe ich eben alle genommen. Ja, hier haben wir einen File-Handle für diese Language-Datei, um das Multilanguage zu ermöglichen. Genau, und das hier setzt eben dieses Multilanguage-Gedöns für uns richtig. Hier sind diese Preferences, mit denen ich die Highscore-Dingen öffne und die Highscores dann einlesen kann oder halt reinschreiben kann. Das wird hier dann erstellt. Und hier werden noch die ganzen Game-States erstellt, also Intro wird erstellt, Endless, Breakblock und das Hauptmenü. Und hier wird mit SetGameState der GameState auf das Intro gesetzt, weil wir wollen mit dem Intro beginnen. Ja, und jetzt schauen wir auch mal an, was dieses SetGameState macht. Das ist eigentlich ziemlich raffiniert. Und zwar übergeben wir dem den neuen GameState. So, und jetzt schaut aber erstmal den aktuellen GameState. Und genau, wenn dieser jetzt Intro ist, dann wird das Intro gelöscht. Wenn das Endless ist, dann wird das Endless gelöscht und so weiter. Das heißt, da kümmert sich auch ein bisschen ums Aufräumen, was, glaube ich, bei Java gar nicht nötig wäre. Ich bin halt eigentlich ein C++-Programmierer, bin jetzt so ein bisschen für die App-Entwicklung auf Java umgestiegen. Ich muss mal noch so einen richtigen, mich richtig in Java einarbeiten, sodass ich das auch mal hier die richtigen Standards nutze und nicht irgendwas. Aber es funktioniert, wie man ja gesehen hat. Ja. Wir haben Intro, Endless, Main und Breakblock. Hilfe. Genau, das wird dann gelöscht und dann wird eben hier dieser aktuelle State wird überschrieben mit dem neuen State und dann wird wieder überprüft, welcher State es ist und dann wird halt das Ding erstellt. Das heißt, die Erstellfunktion wird aufgerufen, dem übergebe ich dann immer noch so einen Handle auf das Game, sodass ich immer auf das Game zugreifen kann. Ich hätte es auch irgendwie, keine Ahnung, Static machen können oder so, habe ich aber in dem Fall nicht gemacht, warum auch immer. Und genau, dann wird es eben erstellt und das Handle übergeben und so können wir schön zwischen den Spielzuständen wechseln. In dem Fall wird GSIntro aufgerufen. Eigentlich ist es so gedacht, dass vorher der GameState auf None steht. Das heißt, hier wird es ja nicht überprüft, ob es None ist. Bedeutet, es wird nichts gelöscht, aber dafür ist ja der neue State ist Intro und demnach wird dann das Intro erstellt. Genau, und jetzt schauen wir uns mal erstmal noch Render an. Und zwar wird hier einfach alles zurückgesetzt. Warum mache ich das überhaupt hier? Na, egal. Die Kamera wird geupdatet, was wir eigentlich, glaube ich, gar nicht brauchen wirklich, weil die Kamera bewegt sich ja nicht. Wir übergeben hier die Projection Matrix zu diesem Sprite Badge. Da braucht halt diese, ist quasi die Position der Kamera und dieses Ding braucht die halt. Ja, und das übergeben wir dem halt, damit es richtig zeichnen kann. Genauso dem Shape Renderer. Genau, die werden hier also vorbereitet, immer in der Render-Funktion. Und dann kommt es nochmal ein kleiner Trick. Und zwar wird hier getestet, ob der Spiel, also wenn der Spielzustand Intro ist, dann wird eben bei Intro Render aufgerufen. Wenn es Endless ist, wird es bei Endless aufgerufen und so weiter. Das heißt, bei dem jeweiligen Spielzustand wird dann auch die jeweilige Render-Methode aufgerufen. Was durchaus Sinn macht, meines Erachtens. Hier haben wir jetzt eine Abfrage, ob die Zurück-Taste gedrückt wurde oder so. Aber die können wir ignorieren, den brauchen wir nicht.
Ja, das schauen wir uns vielleicht noch später an. Hier wird, wenn das Spiel in den Hintergrund verschoben wird, werden die Highscores gespeichert. Genauso hier diese Put Float, Ak-Ak und Volume. Ak-Ak ist eh ein cooler Name. Das ist einfach diese Empfindlichkeit, ist dieses Ak-Ak und Volume ist die Lautstärke. Also das wird ja einfach alles gespeichert, wenn das Spiel pausiert wird. Ja. Und dann wird es hier geflasht, das heißt dann auch rein gespeichert. Hier sagen wir, hier tun wir es sozusagen vorbereiten und hier sagen wir, jetzt führt das Ding auch aus. Genau, das war es eigentlich auch schon hier mit dieser Game-Gedöns. Das ist quasi so ein Grundgerüst für das Ganze, für den ganzen Rest. So, das schließen wir mal. Ganz kurz können wir mal uns noch die Manifest-Datei anschauen. Die ist aber wirklich relativ langweilig. Das braucht halt Android, um zu erkennen, was für welche Version das ist und so weiter. Hier, der Name, das Paket und die Hauptklasse. Das Icon wird hier angegeben. Ja, und ansonsten, wir brauchen keine besonderen Berechtigungen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Hier diese Actions, das ist in dem Fall eigentlich nicht so spannend. Was wir noch sehen, ist, dass sie hier eben sagt, dass die Orientation immer Portrait ist. Also, dass es immer hochkant, kann man sagen. Das Game ist halt immer hochkant. Das heißt, wenn ich es bis Handy so drehe, dann ist es immer noch hochkant, also dreht nicht mit oder so. Macht es für mich halt auch einfacher. Das sollte auch nur so eine erste Test-App eigentlich werden. Und ist sie auch. Ja, schauen wir uns mal das Intro an. Intro ist noch ziemlich das Einfachste. Wir haben eben dieses Game. Ja, Textur, das ist das Intro-Image. Das ist einfach nur so ein komisches Pilzschaf-Logo und so weiter. Genau, und dabei wird hier das Intro-Image. Was haben wir denn hier überhaupt? Soll das nicht eilig? Ah, ja. Das ist aber hier ein bisschen komisch formatiert. So, wir haben hier die Render-Funktion, Methode, ah, ist C++, ist einfach ein bisschen verwirrend. Wir haben die Render-Methode und ja, die wird ja aufgerufen von unserer Game-Klasse. Ja, und hier wird eigentlich nicht viel gemacht, außer nochmal der Hintergrund zurückgesetzt. In diesen zwei Zeilen. Ah, ich muss eben näher ranzoomen. Fällt mir gerade ein. Also, Hintergrund wird zurückgesetzt. Hier wird eben dieses Badge begonnen. Hier wird das Intro-Image gezeichnet. Und dann wird hier geschaut, dass es mindestens 10 Frames lang angezeigt wird. Das heißt, dass man es noch ein bisschen erkennen kann. So war das zumindest geplant. Eigentlich auch ziemlich unnötig. Vorher sehen wir noch, wenn das Ding erstellt wird. Dann wird hier eben dieses Game zugewiesen. Dann sagen wir eben, dass diese private Variable Game ist halt dann dieses pgame, also dieses übergebene. Und das Intro-Image wird hier geladen. Was in der Create-Funktion schon Sinn macht. In der Destroy-Funktion wird. Ah, genau, das ist nämlich der Clou an der Sache. Wenn ich jetzt mit dem Intro fertig bin, dann seht ihr hier, wird auf das Game State Hauptmenü gewechselt. Und dabei wird ja erstmal das Intro zerstört. Und in dieser Zerstörfunktion, die wir hier haben, Zerstörmethode, ja, wird alles geladen. Ist ja erstmal verwirrend, dass hier alles geladen wird, aber da ist eigentlich der beste Zeitpunkt, weil das Intro wird angezeigt. Dadurch, dass es nur ein Bild ist, muss es auch eigentlich nur einmal angezeigt werden. Und danach bleibt es einfach da und wir laden alles. Und wenn das Laden fertig ist, dann geht es in den Hauptmenü, Game State, und dann wird das Hauptmenü angezeigt. Und das schauen wir uns kurz an. Hier werden nochmal irgendwelche Farben erstellt. Dieser FreeType-Font-Generator erstellt uns die Schriftarten, was auch immer ein bisschen Zeit braucht, vor allem bei schlechteren Handys. Und die ganzen Variablen hier werden auch geladen. Also diese Highscore, die Highscores werden geladen und die Empfindlichkeit und die Lautstärke wird geladen. Das war's auch schon mit dem Intro. Schauen wir mal weiter. Denn das nächste Game State ist ja dann auch schon das Hauptmenü. Und ich muss euch warnen, hier habe ich möglichst schnell ein Hauptmenü hingeklatscht mit Animationen. Und das ist auch dermaßen ausgeartet. Also wenn ich das jetzt sehe gerade. Puh. Ja. Wir schauen uns das mal an, kurz. Ihr seht schon, ich habe hier auch wieder eine Animation gemacht. Ähnlich wie bei unserem Game State. Nur noch mal größer. Also wir haben hier Root, also das ist das richtige Hauptmenü. Dann, wenn wir gerade. Ich glaube, das ist der Übergang von Root zu Endless, das ist der Übergang von Root zum Breakblock. Also,
da wo dann diese Bälle kommen, dass sie den Rest wegschieben und das Ding nach oben geht. Da haben wir hier die Endless-Modi und hier haben wir noch einen Color-Picker, wo man dann die Farbe auswählen muss, den Highscore. Und ah genau, das ist der Übergang zum Highscore, der Highscore und hier ist der Übergang zur Option und die Option. Und ziemlich viel. Ah, und ECM, ah, das ist der Eye-Cancer-Mode, also die Augenkrebsstufe, die wir ja vorhin schon sehen durften. Gut, was haben wir hier? Ganz viele Sachen, also... Ich werde euch jetzt hier einfach mal nur kurz zeigen, wie ich es aufgebaut habe. Unten ist auch so ein Paddle. Da wird einfach die X-Koordinate... Ah, ich muss natürlich wieder ranzoomen. Ich vergesse es aber auch immer. Die X-Koordinate wird hier einfach irgendwie negativ mit dem Accelerator auf der X-Achse abgezogen, ja. Und das Ganze wird dann nochmal dieses Ack-Ack. Das ist Accelerator... doppelte Beschleunigung, also das ist die Geschwindigkeit von der... Eigentlich ist es falsch benannt. Ist es halt die Empfindlichkeit von dem Paddle unten. Und ja, die haben wir ja geladen und die können wir auch einstellen und in dem Fall wird es halt dann nochmal genommen, damit es sich auch halbwegs schnell bewegt. Genau, hier wird geschaut, dass das Paddle eben in der richtigen Position bleibt und nicht außerhalb des Bildschirms kommt. Und hier wird dann schon geschaut, dass alle Root, also wenn ich hier im Menu State Root bin, dass hier alle Sachen an dem richtigen Platz sind. Und das ist eigentlich überall so. Und dann wird hier geprüft, ob gedrückt wurde und an welcher Stelle. Und dann wird dann der Menu State geändert. Und das war es auch schon. Und das habe ich hier eigentlich mit allen so gemacht. Und hier habe ich dann die Animation ab. Hier wird dann ab Frame 4 wird hier dann überblendet mit einer Animation. Ab Frame 30 wird hier mit einer Animation. Frame 80 wird hier noch der Menu State geändert und das habe ich wirklich mit allen Animationen so gemacht, alles Copy und Paste, ganz schlimm, also ja, und hier da habe ich dann diesen Color Picker, wo ich dann auch alles manuell irgendwie rausgefunden habe und dann musste ich hier den Input, das ist komisch, der wird dann in also mit der Bildschirmbreite, also irgendwie ist es dann auf die Bildschirmbreite skaliert und dann muss ich das nochmal durch die Width, also durch die Breite von dem Bildschirm teilen und dann muss ich da und dann nehme ich dann ein Zehntel und dann habe ich die linke Position und das ist dann hier auch mega lang auf, nach rechts und ist wirklich nicht so schön programmiert. Jetzt haben wir ja, es doppelt sich auch alles und so, so möchte ich es gar nicht so wirklich durchgehen. Wir können vielleicht mal, ja genau, hier in der Render-Funktion wird auch immer überprüft, wenn wir jetzt im Endless sind, dann wird hier noch mehr gezeichnet oder wenn wir im Highscore sind, dann wird hier mehr gezeichnet und ist alles nicht gerade schön programmiert. Und wie das Ganze hier funktioniert, das zeige ich euch lieber an einer anderen Klasse, weil das ist wirklich die größte mit... Ah, hier stehen keine Zeilennummern, aber ich glaube, das waren an die 1000 Zeilen hier fürs Hauptmenü. Also das ist wirklich... Eigentlich sollte ich mir ein bisschen Gedanken machen, dass das Hauptmenü hier das größte vom Spiel ist. Was vor allem auch nicht auffällt, weil eigentlich ist es ziemlich... Naja, also... Ich habe jetzt angefangen mit der Tween Engine zu arbeiten oder ich versuche es und damit geht es schon deutlich besser. Also es ist nicht mehr so riesig wie hier. So, schauen wir uns das Ganze an. Wenn wir in Color Picker Endless hier zum Beispiel, dann wird, wenn wir hier auswählen, dass die Eye Cancer Mode Hard wollen, dann wird es hier eben gesetzt und also beim Game, weil alle bekommen ja Game zugewiesen, alle Spielzustände und deswegen können die alle drauf zugreifen. Deswegen ist es quasi auch so eine Datenklasse. Und hier wird dann eben gesagt, dass es hart sein soll und ja, es wird halt der Game Mode gewechselt. Und ja, ich denke mal, das ist eigentlich schon relativ, sollte halbwegs klar sein, wie das hier funktioniert. So, jetzt schauen wir uns mal noch ganz kurz an, den Endless Modus erstmal. Auch schon etwas größer. So, zoomen wir auch mal ran. Muss man ganz kurz schauen, ob hier... hier hat jemand... so, hi, oha, TTGG1. TTGG1 oder wie auch immer. Ja. Genau. Schauen wir mal weiter, was wir hier haben. Mein Mund wird auch schon langsam trocken. Das nächste Mal muss ich mir hier was zum Trinken hinstellen. Super. Naja. Ich muss mal echt schauen hier, dass ich nicht heiser werde, ne? Und dann morgen in der Schule dann so komplett... Naja. Wir haben hier im Endless-Modus wieder einige Sachen. Wir haben zwei Farben.
Die brauchen wir eben für den leichten Modus und ich glaube den normalen Modus auch noch. Wir haben Rechtecke. Und zwar ist, eigentlich besteht ja alles aus Rechtecken. Falls ihr die App getestet habt, dann werdet ihr merken, dass alles aus Rechtecken besteht. Und ja, dieses Rechteck hat eine Position mit X und Y und eine Größe. Was ziemlich praktisch ist zum Rendern und allem und zum Rechnen und was auch immer. Und deswegen habe ich hier ein Rechteck für den Schläger unten und ein Rechteck für den Ball. Und im Endlos-Modus brauchen wir eigentlich auch gar nicht viel mehr. Wir speichern hier noch die Ball Direction, also die momentane Flugrichtung und Geschwindigkeit ist es, glaube ich. Genau, und die Punkte natürlich. Ja, na, was haben wir hier noch? Eben dieser Game wieder, den Sound. Und die Zeit wird zurückgesetzt, wofür auch immer wir die brauchen. In der Render-Methode haben wir hier erstmal. Da wird überprüft, ob der Bildschirm gedrückt wird. Just Touch bedeutet gedrückt und wieder losgelassen, weil wenn wir drücken und das wird in der Render-Methode ausgeführt, dann wird ja jedes Mal, solange wir drücken, wird es ausgeführt. Das heißt, wenn wir hier einfach Pause umstellen, dann wird es die ganze Zeit hin und her umgestellt werden. So 30 Mal in der Sekunde oder 60 Mal in der Sekunde, je nachdem. Und das wird gar nicht gehen. Und deswegen schaue ich halt mit diesem Just Touch, das gedrückt und auch wieder losgelassen wurde. Und so schaut mal, dass man nur einmal das Ganze ausführt. Genau. Also das wird erst ausgeführt, wenn wieder losgelassen wird. So, wir haben hier, ja genau, wir überprüfen, ob das Spiel gerade pausiert ist. Wenn ja, nee, wir überprüfen, ob das Spiel gerade läuft. Wenn ja, dann wird es pausiert. Und ansonsten überprüfen wir noch, an welcher Position gedrückt wurde. Und wenn es an der richtigen Position wird, gedrückt wurde, dann wird die Pause wieder beendet. Und hier haben wir jetzt einfach eine If-Funktion. Das ist quasi die Bewegung von dem ganzen Spiel. Und wir haben jetzt hier überprüfen. Wenn das Spiel pausiert ist, dann mache nichts. Wenn das Spiel nicht pausiert ist, dann führe das Ganze aus. Das heißt, hier wird. Genau, jetzt wird hier geschaut. Im Endless-Modus Hard oder im Eye-Cancer-Mode Hard ist es so, dass ja die Farbe alle. Hier haben wir es 17. Alle 0,17 Sekunden ändert. Warum auch immer 0,17, aber alle 0,17 Sekunden ändern sich die Farben und dann wird einfach dieses Change Color aufgerufen. Das schauen wir uns nachher auch noch an. Und die Zeit wird dazu gezählt, wofür auch immer wir. Ah, klar, die Zeit braucht man natürlich, um hier diese 17 Sekunden hinzubekommen. Genau, wir überprüfen, wenn Zeit größer als 0,17 ist, also 0,17 Sekunden, dann wird eben Change Color aufgerufen und die Zeit wird wieder, diese 0,17 wird wieder subtrahiert, sodass das war wieder von vorne anfängt. Ja. Genau, hier wird eben wieder dieses Paddle bewegt. Das hatten wir ja schon im Hauptmenü. Hier wird der Ball bewegt. Eigentlich auch. Ah ne, hier wird nicht der Ball bewegt, sondern hier wird überprüft, dass der Ball eine Maximalgeschwindigkeit hat von 20 Pixeln. Ja. Mit der Zeit wird hier nicht multipliziert. Also 20 Pixel pro. Ich kann gar nicht sagen, pro was. 20 Pixel ist halt die Geschwindigkeit. Und genau, hier wird dann auch der Ball bewegt. If Ball X, bla. Hier wird eben geschaut, dass der Ball im Feld bleibt. Und wenn er außerhalb, also wenn er an der linken Seite quasi aus dem Feld draußen ist, dann wird einfach die Farbe geändert. Change Color aufgerufen. Und es wird der Wall Sound abgespielt. Also dieser Sound, dieser Unnütze, der da immer kommt, wenn der Ball irgendwo dagegen trifft. Und hier wird natürlich noch die Flugrichtung auf der X-Achse umgedreht. Das heißt, der Ball fliegt so rein in das Feld und wird dann eben die X-Achse, oder wenn er so fliegt, dann wird die X-Achse umgedreht. Das heißt, er fliegt dann so weiter. Ja, ist eigentlich relativ klar. Hier wird das Ganze noch überprüft. Ball X kleiner 0. Ah, X auch, also bis dann die andere Wand. Hier haben wir, glaube ich, das ist dann die Decke. Wenn er die Decke berührt, dann wird als halt einfach noch Points 1 dazu addiert. Und dann wird eben die Y-Richtung umgedreht. Eigentlich auch relativ klar. Hier ist noch spannend, dass die Ballrichtung auf der X-Achse wird dann per Zufall ausgewählt. Und zwar ist die dann zwischen plus 7 und minus 7, so wie ich das gerade sehe.
Ja, das sollte stimmen. Genau, dann wird auch Change Color aufgerufen und wie der Wall Sound, das kennen wir ja schon. Ist noch spannend. Hier wird es überprüft, ob der Ball irgendwie gerade auf der Höhe von diesem Paddle ist. Und dann muss hier noch eine Kollision mit diesem Paddle überprüft werden. Kollision mit einem Rechteck, also zwei Rechtecke Kollision ist schon ein bisschen schwieriger, weil wenn sie genau gerade gedreht sind, also dass die Seiten dann parallel sind, dann ist es noch machbar halbwegs. Bei der anderen Version ist es nochmal einiges schwieriger. Ja, hier haben wir halt eben einfach diese Abfrage. Und was wird denn hier alles gemacht? Ah, genau. Ich tue dann einerseits natürlich auch wieder die Richtung umdrehen, in die der Ball fliegt. Er wird schneller. Um 10% wird er schneller. Genau, also die Richtung wird umgedreht und er wird 10% schneller. Und zusätzlich wird, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte, dass wenn der Schläger schnell nach links sich gerade bewegt und der Ball dann getroffen wird, dass der Ball dann auch so wie so einen Schub bekommt auf die X-Richtung, wie sich der Schläger auch bewegt. Und das habe ich hier gemacht. Ich nehme eben diese Ball Direction und sage, das ist, habe ich einen kleinen Trick gemacht. Und zwar bewegt sich ja dieses Paddle nach dem Accelerator oder Accelerometer und dann kann ich hier einfach das abfragen. Ja, das war eigentlich der Sinn der Sache. Das heißt, ich frage einfach nur die momentane Neigung des Handys ab und demnach wird dann bei der Kollision das Ding bewegt. Also ein bisschen gemogelt habe ich da. Habe ich noch geschaut, dass hier, dass es nur ausgeführt wird, wenn das Paddle nicht an der Wand ist, weil wenn ich das Handy ganz schief halte und das Paddle nur an einer Stelle ist und dann der Ball drauf kommt und dann fliegt der Ball irgendwie ganz komisch. Darauf hatte ich keinen Bock. Und ja, das würde auch gar keinen Sinn machen. Und deswegen habe ich hier eben diese kleine Ausnahme noch überprüft. Hier wird auch wieder Change Color und Wall Sound Play. Das ist ja alles relativ logisch. Ja, was haben wir hier? Hier wird einfach geschaut. Y, also Ball Y, kleiner 0 bedeutet, er ist außerhalb des Bildschirms unten raus. Das heißt, wir haben verloren und dann wird hier eben überprüft, je nachdem welcher Spielzustand ist, werden dann die Highscores richtig eingespeichert und geflasht und also nur wenn die momentane Punktzahl größer ist als der Highscore, das ist ja relativ logisch. Genau, wird dann eingespeichert, wenn er größer ist. Und hier haben wir noch was, Ball Direction, Y ist gleich Ball Direction. Was haben wir hier? Ah, hier wird dann, glaube ich, ein neuer Ball erstellt, müsste hier irgendwo sein. Genau, Punkt wird auf 0 zurückgesetzt, es wird ein neuer Ball erstellt, neue Richtung, zufällig wieder und dann geht es irgendwie nach unten. Also, dann wird halt ein neuer Ball erstellt und wieder ins Spiel reingebracht. Punkte werden zurückgesetzt, ja, auch relativ logisch eigentlich. Hier haben wir diese Render-Funktion. Hier wird eben dieser Shape-Renderer gestartet mit Shape-Type-Filled, also der kann Umrandungen zeichnen und er kann geschlossene Flächen zeichnen. In dem Fall brauche ich ja geschlossene Flächen. Ich gebe ihm hier die Farbe 2 dann und dann zeichne ich einfach diese komischen Rechtecke. Das heißt, hier das Paddle wird gezeichnet. Da nehme ich halt einfach von diesem. Ich habe ja Paddle als Rechteck gespeichert. Und hier zeige ich dir ein Rechteck mit der X-Position von dem Paddle-Rechteck, der Y-Position von dem Paddle-Rechteck, der Breite von dem Paddle-Rechteck und der Höhe von dem Paddle-Rechteck. Das mache ich auch mit dem Ball so. Und hier, das ist glaube ich dann oben, habe ich ja noch so ein. Oben ist so eine komische Leiste, wo auch die Punkte stehen. Dann wird das da noch so ein Hintergrund gezeichnet. Wenn es pausiert ist, wird hier so ein Pause-Button gezeichnet. Noch ganz kompliziert und oh! Eigentlich ist es nicht kompliziert. Es besteht ja aus einem Viereck und nochmal zwei kleineren Rechtecken. Ja. Genau, hier wird dann der Shape-Renderer beendet und game.batch.begin aufgerufen. Dann brauchen wir diesen Badge, glaube ich, für die Schriftart. So scheint mir das. Genau, also dieser Shape-Renderer, wenn wir den beenden, heißt das, dass wir fertig sind mit einfachen Flächen zeichnen und ja, das dann alles einspeichern kann und dann auch irgendwann mit Zeichnen beginnen kann. Dann starten wir eben den Batch und speichern hier oder nehmen dann, setzen die Schriftfarbe und zeichnen die Punkte. Ja, und da hatte ich das dann das Problem, ich wollte die mittig zentrieren und da habe ich das manuell gemacht. Aber wenn ich jetzt
9 Punkte habe, dann ist es ja nur eine Ziffer. Wenn ich jetzt aber 10 Punkte habe, dann sind es schon 2 und das ist dann schon deutlich breiter und dann sieht es so versetzt aus. Deswegen habe ich hier überprüft, wenn es kleiner als 10 ist, dann ist es ein bisschen weiter. Nein. Rechts, links, na, ihr wisst schon, ist halt ein bisschen weiter versetzt, als wenn ich mehr Punkte habe und dadurch möchte ich es halt erreichen, dass es immer schön zentriert aussieht. Wenn jemand jetzt 100 oder mehr Punkte erreicht hat, dann muss ich sagen, das habe ich so noch nicht geschafft. Mein Highscore ist bei, ich kann kurz nachschauen, 50. Nein, sogar mehr. Moment. Also wenn ihr meinen Highscore im Endless-Modus extrem knackt mit 55, dann seid ihr schon gar nicht schlecht. Eigentlich. Genau, hier wird dieser Badge wieder beendet und hier wird noch getestet, wenn wir den Zurück-Taste drücken, dann wird halt ja die Highscores auch wieder gespeichert und dann gehen wir halt auch zurück irgendwo dann mal, geht's dann zurück zum Hauptmenü. Und bei Create wird einfach noch Zeug erstellt. Die ganzen Sachen werden eingestellt, die Positionen, und hier die Farben werden eingestellt und ja, nicht so mega spannend jetzt eigentlich. Und bei Destroy wird alles zurückgesetzt nochmal irgendwie. Genau, und jetzt schauen wir uns noch Change Color an. Ist doch relativ interessant, würde ich sagen. Und zwar wird bei Change Color überprüft, welchen Eye-Cancer Mode wir haben. Wenn wir diesen Light-Modus haben, haben wir zwei Farben ausgewählt, die wir immer haben wollen. Die sind gespeichert in Color 2 und Color 1. Und dann werden die einfach ausgetauscht mit noch einer temporären Farbe. Das kann man wahrscheinlich noch irgendwie besser machen. Aber ich habe ja hier gesagt, dass die temporäre Farbe gleich der zweiten Farbe ist. Und dann kann ich sagen, dass die zweite gleich der ersten Farbe ist. Und dann kann ich sagen, die erste gleich der temporären Farbe ist. Und dann ist es auch gewechselt. So, beim normalen habe ich ja, ihr habt ja am Anfang gesehen, in der Game-Klasse, glaube ich, hatten wir es, hat man dieses Array aus 8 Farben. Und die werden hier genutzt. Hier wird einfach random aus diesem Array eine Farbe ausgewählt. Und dann wird noch überprüft, glaube ich. Wird noch überprüft, dass nicht die gleiche Farbe ist, weil zweimal die gleiche Farbe, dann sieht man relativ wenig, weil dann Ball und Hintergrund die gleiche Farbe haben. Ja, ist besser, wenn man das nochmal überprüft. Und dann haben wir hier einfach noch den harten Modus, ist aber auch nicht schwer, weil ich nehme einfach random Werte. Ja, ich heiß, dieser math.random gibt, glaube ich, einen Wert zwischen 0 und 1, so ziemlich. Ja, und dann mache ich das einfach komplett random. Und dadurch, dass das so schnell ändert, brauche ich auch nicht zu überprüfen, ob jetzt da mal kurzzeitig die gleiche Farbe ist, weil das ist so schnell wieder auf einer anderen Farbkombination, dass es sich, wenn man es ganz kurz nicht sieht, das fällt schon fast gar nicht auf. Also, ja, habe ich das gelassen. Und A, also dieser Alpha ist immer 1, weil Wert von 1 bedeutet, es ist sichtbar, opak. Und ein Wert von 0 bedeutet, es ist transparent. Durchsichtig. Durchsichtig brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wäre aber auch lustig. Wir sind schon bald durch. Wir sind auch schon 45 Minuten im Stream. Nicht schlecht. So habe ich überhaupt, schau mal nicht. Aber ich glaube, es wird auch nicht aktualisiert. So. Egal. Falls ihr hier auch auf YouTube noch dabei seid, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das könnte ziemlich langweilig hier werden, was wir hier machen, aber du hast es ja angeklickt. Du wolltest es ja sehen. Da bist du ja eigentlich gerade selbst schuld. Warum mache ich mir überhaupt Vorwürfe? Wir haben hier jetzt wieder einen Break-Block, unser letzter Spielmodus. Dann haben wir es auch durch, dann wisst ihr, wie das Spiel aufgebaut ist und ja. Das gehen wir jetzt noch schnell durch, ihr kennt ja schon das meiste. Wir haben ja die Live-Slots, also oben ist so, sind nochmal so Vierecke, Rechtecke, mit die halt die Live-Slots sein sollen. Erkennt man eigentlich nicht, aber ja. Wir haben natürlich den Wall-Sound und ich habe einen Multiball eingebaut. Das heißt, wir können mehr als einen Ball haben. In dem Fall 32, weil das Array 32 Werte groß ist und danach nicht gut. Und genauso können wir 32 bis zu 32 Blöcke haben, gleichzeitig im Spiel. Ja, gut. Hier bei Create wird wieder alles eigentlich nur zurückgesetzt, die Größen werden eingestellt und
es wird ein Ball erstellt. Und es wird Create Level aufgerufen und Level ist gleich 1. Also unser momentanes Level ist dann 1. Ja. Eigentlich auch nicht so spannend. Create Level schauen wir uns noch an. Das finde ich eigentlich ganz nett, wie ich das programmiert habe. Habe ich auch so einem meiner Programmierbücher. Ja. Bei Render wird wieder geschaut, ob das wieder diese Pause-Ding, was wir schon vor eben hatten. Hier wird wieder geprüft, ob der zurück hier gedrückt wurde und dann die Highscores gespeichert. Käme auch schon. Und hier wird überprüft, ob das Spiel pausiert ist. Wenn nicht, dann wird hier geschaut, dass die Leben nicht größer als 6 sind, weil dann wird es dann auch irgendwann ganz komisch. Also man kann auch Zusatzleben bekommen, wenn man Blöcke zerstört, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, glaube ich. Ja, schauen wir mal weiter. Jetzt können wir auch schon, also Paddle hin und her bewegen, Paddle in der Gruppe im Bereich behalten und Paddle im Bereich behalten. Ja, genau das gleiche. So. Ja gut, machen wir mal weiter. Wird hier eigentlich auch schon der Ball bewegt? Nö. Schauen wir mal weiter. Ich bin gerade selbst gespannt, aber eigentlich funktioniert das ja. Moment, ich teste mal kurz was. Aber eigentlich sollte es gehen. Blockmodus, irgendwelche random Farben. Ja, okay, funktioniert. Also kein Bug gerade gesehen, sondern einfach nur... Ich hätte einfach ein bisschen warten müssen, hätte ich es bestimmt schon gesehen. Hier wird wieder die Farbe zurückgesetzt mit der Farbe 1. Wir haben den Shape-Renderer wieder, starten wieder Filt mit der Farbe 2 und dann wird das Paddle gezeichnet und so weiter. Hier wird der Pause-Button gezeichnet. Ist auch irgendwas ganz Spannendes. Ball-Counter, Block-Counter. Genau, und dann werden die Blöcke durchgegangen und dann werden die Blöcke gezählt, die momentan existieren. Das heißt, so ein Block hat eine Boolean-Variable, exists, und wenn dieser Block existiert, dann ist die true, wenn er nicht existiert, dann ist sie false. Genauso bei einem Ball. Und dabei halt gezählt, wie viele Bälle wir haben, und wenn wir weniger als einen Ball haben, oder 0 halt, dann wird ein Leben runter, wenn das Leben größer als 0 ist, dann wird ein Leben abgezogen und ein neuer Ball erstellt. Ansonsten wird das Spiel beendet, die Highscores gespeichert und wir gehen wieder ins Hauptmenü. Ja, relativ einfach eigentlich. Wenn wir weniger als einen Block haben, also 0 Blöcke oder weniger, weniger sollte eigentlich nicht vorkommen. Das geht gar nicht. Wenn wir 0 Blöcke haben, dann wird ein Level hochgezählt, es wird das neue Level erstellt und es wird ein... genau, wenn wir mehrere, also für jeden Ball, der existiert, sagen wir haben gerade 4 Bälle, durch so Multibälle im Spiel, haben alles geschafft und gehen dann ins nächste Level, dann wird eben hier gezählt, wie viele Bälle wir haben und dementsprechend viele Bälle auch erstellt. Create this und dann i mal 20. Ich glaube, das ist ein Delay. Und zwar würden die Bälle immer gleichzeitig kommen, also würden alle 4 Bälle gleichzeitig kommen, mit random Richtung, dann ist es unmöglich, alle Bälle zu bekommen. Wenn wir jetzt 4 haben, zum Beispiel, schaffen wir es vielleicht durch Glück 2, aber es ist unmöglich, eigentlich alle zu bekommen, deswegen gibt es da so einen kleinen Delay, damit es halt möglich ist, noch die Bälle wieder zu retten, dann im nächsten Level. Ja. Hier werden die Leben eingezeichnet, auch nicht spannend, und hier wird das Ganze auch schon beendet. Wo wird eigentlich Ball. Das wird, glaube ich, da oben aufgerufen, ne? Wo wird denn das überhaupt aufgerufen, frage ich mich gerade. Weil irgendwie müssen ja die Bälle bewegt werden. Eigentlich, dachte ich mal so. Create. Es wird gerendert. Moment, das muss ich jetzt gerade mal suchen. Also irgendwo müssen eigentlich die Blöcke... Oder sagen die... Nein, das kann eigentlich nicht sein. Render, hier muss ja eigentlich passieren. Irgendwo müssen die Bälle durchgegangen werden und gerendert werden. Oder nicht nur gerendert, sondern bewegt. Und wo passiert das? Hm...
Egal, ich kann mal gleich mal anschauen, wo das ist. Nein, das schaue ich jetzt an. Ball, Update, Update. Okay, Ball, Update. Ball.create. Ball.create. Kann ich hier irgendwo suchen? Ah, so ging es, glaube ich. Nee, vielleicht auch doch nicht. Naja. Also irgendwo wird hundertprozentig noch die Bälle geupdatet. Da frage ich mich gerade, können sie eigentlich hier updaten? Aber hier wird es ja nicht so geupdatet irgendwie. Balls. Der Shape-Winner, der Ball-Counter. Ah, ne, hier. Hier, wenn das Spiel, genau, wenn das Spiel nicht pausiert ist, dann wird der Ball geupdatet. Ah, perfekt. Genau so muss es sein. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt bin ich beruhigt. Ansonsten wäre es auch ein bisschen komisch. Also, hier werden die Bälle geupdatet in dieser Schleife, was Sinn macht. Genau, jetzt ist wieder klar. Die Blöcke müssen, glaube ich, nicht. Nee, die Blöcke werden nicht geupdatet. Warum nicht? Das werden wir gleich sehen. Schauen wir uns erst den Ball an. So. Die Bälle habe ich hier in eine extra Klasse, weil wir mehrere Bälle erstellen können. Beim Endlosmodus hatten wir es noch direkt in dieser Hauptklasse, sag ich mal, also in dieser Endlosmodus-Klasse. Hier habe ich es eben extra, weil es mehrere Bälle geben kann. Also einfach, wenn die sich einfach um sich selbst kümmern, wie es eigentlich von der Objektorientierung auch angedacht ist. Genau, wir haben die Update-Methode, die wird hier mit dem Delay, diesen Delay, von dem ich schon gesprochen habe, wenn der eben nicht mehr da ist, dann wird das Ganze ausgeführt. Der Ball wird bewegt. Wenn der Ball irgendwo dagegen trifft, dann wird halt die Velocity ja auch umgedreht und alles. Kennen wir eigentlich schon. Spannend ist dann noch hier. Ne, das ist noch die Kollision mit dem Paddle. Hier wird aber mit jedem Block, also für jeder Ball, durchsucht jeden Block, der existiert und ruft Collide This auf. Also Collide und übergibt sich selbst. Das heißt, die Blöcke haben eine Funktion, eine Methode, Collide, die einen Ball erwartet, ob dieser Ball gerade mit ihnen kollidiert. Genau, das wird ja aufgerufen für jeden Block, der existiert. Und hier schauen wir uns noch an. Hier wird irgendwie zweimal. Ah, hier gibt es einmal den Create mit nur dem Dingen auf Breakblock. Und hier haben wir einmal noch ein Create mit Delay. Weil, falls wir keinen Delay brauchen, dann können wir auch noch die Create-Funktion, die Create-Methode ohne Delay aufrufen, also über Überladung, Parameter-Überladung oder so ähnlich. Ja, schauen wir uns noch das letzte an, Block, dann haben wir es auch. Schauen wir uns noch an, was wir das letzte Mal für tolles Zeug hatten, als ich da ein bisschen mit der Android-Programmierung euch zeigen wollte und alles schief ging. Genau, hier hatte ich auch ein paar Probleme. Create ist einfach auch wieder, wir hatten einen Rectangle erstellt mit Position und Größe. Ja. Und genau, Hardness, weil die Blöcke haben quasi auch eine Lebensanzahl. Das heißt, manche Blöcke kann man mit einem Dingen zerstören, manche brauchen vier oder so. Je nachdem, wie hart die halt sind, und das ist dieser Hardness. Was in dem Fall? Ne, Int. Ah, ein Int, okay. Ah, genau, und beim Create wird das eben übergeben. Da haben wir noch Collide, das heißt, es ist diese Kollidierfunktion. Hier wird einfach nochmal geschaut, ob der Ball innerhalb oder ob der Ball halt einfach mit diesem Rechteck kollidiert. Dann wird geschaut, welcher Abstand, also der vom Ball der Abstand zu welcher Seite am geringsten ist. Also quasi mit welcher Seite des Blocks er kollidiert, weil das ist wichtig, wie er dann abspringt, also welche Bewegungskoordinate wir umdrehen müssen. Hier habe ich noch ein bisschen Debug-Sachen drin. Egal, ignorieren wir das. Genau, es wird eben hier gesagt, dass wenn er an der linken Seite ankommt, was überhaupt nicht links ist, sondern rechts, egal, irgendein Fail ist da drin, dann wird halt eben diese X-Position umgedreht und er wird ein bisschen verlangsamt auf der X-Geschwindigkeit, weil es sonst irgendwie komisch aussah. Ja. Genau, es wird halt hier mit jeder Wand durchgeführt. Wenn es eine Kollision gab, was hier eben der Fall ist, dann haben wir hier Hardness, wird halt 1 runtergesetzt. Das wird dieser Sound abgespielt. Wenn die Hardness eben kleiner 1 ist, dann wird hier einfach Exists False gesetzt.
Der Ball existiert nicht mehr. Die Hardness ist ja unten. Double Random ist gleich mal Random. Und dann wird hier noch irgendwas ein. Ah, genau. Wenn Blöcke zerstört werden, da habe ich erzählt, es gibt den Multiball. Und es gab noch was. Bierschießer. Balls Temp Exists. Hier wird einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von 1% ein extra Leben. Ein Ball erstellt. Ein neuer. Sprich Multiball, zusätzlicher Ball. Oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 14% wird ein Leben hinzugefügt. Bei 14% eigentlich noch zu viel sind, aber egal. Also da kann man schon mal weit kommen. Ich glaube, mein Highscore war 11 oder so. Also Level 11. Oder sogar noch mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr. So. Das war es eigentlich auch schon. Also wir haben es jetzt ein bisschen durchgegangen. Mir ist jetzt aber gerade aufgefallen, wir haben, glaube ich, hier da Create Level vergessen anzuschauen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Irgendwie. Deswegen schauen wir uns das nochmal an. Und zwar, seht ihr hier schon, ich kann hier, also hier wird das Level übergeben als Integer und hier wird einfach geschaut, welches Level es ist. Und das sehen wir hier. Eine 1 steht für einen Block mit der Hardness 1, eine 2 hier unten steht für einen Block der Hardness 2 und so weiter. Also 3, 4, ich glaube 4 ist das meiste, was ich nutze. Und leer ist kein Block. So. Und so kann ich tatsächlich Level erstellen. Ziemlich einfach. Hier gebe ich einerseits eben an, welche Blöcke das sein sollen, und hier gebe ich noch an, welche Reihe das ist. Genau, das heißt, wir haben hier so ein schickes Level, hier ein schickes Level, hier ein schickes Level. Ich habe mir immer über hier Gedanken gemacht, hier so ein Karo-Muster in der Art. Hier einmal nur Zweier, und hier geht so von leicht zu schwer, hier irgendwie was ganz Komisches, hier so harte Schale, weicher Kern oder so. Man muss sich ja immer irgendwas ausdenken. Hier nur so 2 5er rein, um einen zu nerven. Hier auch so 2. Das ist auch ziemlich nervig, glaube ich. Und hier Default. Das ist nämlich der Clou, wodurch ich unendlich Level erreiche. Und zwar, wenn man Level 10 geschafft hat, dann kommt einfach immer dieses Level. Und das ist einfach immer 5, 5, 5, 5. Also 4 mal 16 5er. Und da hört man dann auch, doch, das dauert dann so lang, dass man doch irgendwann Leben verliert und irgendwann stirbt. Schön, ne? Ja, da habe ich mal wieder hier. Genau. Jetzt schauen wir uns hier noch an, wie ich diese Create Row erstellt habe. Wir haben eine X-Position mit 16, also die Start-Offset nach links hin. Dann wird überprüft. Dann wird dieser String durchgegangen. Es wird damit gerechnet, dass er immer noch vier Chars hat, Zeichen ist das richtige Wort, und dann wird eben überprüft, was für ein Zeichen es ist. Wenn es das Zeichen leer ist, dann wird da nichts gemacht, und wenn es nicht das Zeichen leer ist, dann wird geschaut, ob der Block schon existiert, und dann wird eben dieser String ausgelesen, und dann wird einfach dieser Block erstellt mit dem String. Das heißt, wir geben ihm den String, parsen ihn aber als Int, das heißt, die 1 wird in eine Integer 1 umgewandelt und dem übergeben. Das heißt, der Block mit der richtigen Hardness wird erstellt. Und wir haben hier noch die richtigen Positionen. Die kriegen wir auch noch irgendwie raus. Post X ist doch eigentlich. Aber irgendwo wird dann. Hier wird die Position nämlich noch addiert. Das heißt, wir gehen das ja immer durch, pro Block, also pro diese Reihe gehen wir immer durch, und dann wird die X-Position immer mit 116 addiert. Und dadurch kann man dann diese Blöcke erstellen, und wir erstellen dann an der X-Position. Und dann 47 ist irgendwo oben an der Decke. Und dann haben wir NumRow mal 50, das heißt, je nachdem, welche Nummer an Reihe das ist, geht es dann nach unten. Mehr oder weniger, und ja, genau, das war es eigentlich. Also, das Ding finde ich eigentlich schon ganz nett, irgendwie. Das gefällt mir eigentlich. Diese Levelerstellung. Genau. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ich bin ja schon fast stolz auf uns. Genau, wenn du bis dahin durchgekommen bist, dann herzlichen Glückwunsch. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, wie ich das Problem aus letztem Stream gelöst habe. Und ja.
Für die, die beim letzten Stream nicht dabei waren und es trotzdem interessiert oder auch nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, ihr habt hier tollen Gruppenchats. Genau, wir sind hier, starten diese App mal. Kann ich euch das mal zeigen, wie das Ding jetzt auch aussieht. Genau, ja, es hat perfekt geklappt. Und zwar gehe ich mal ganz kurz wieder auf die Webcam, Vollbild, so. Da steht jetzt Couldn't Reach Server. So, ihr könnt es jetzt natürlich nicht ganz perfekt sehen. Naja, ist halt so eine schöne Messagebox. Und die habe ich im letzten Stream hoffnungslos versucht zu erstellen. So, und ich zeige euch jetzt, wie ich es doch geschafft habe. Zwar sind wir hier. Und ich bin es gab so einen libgdx-Leitfaden für, wie man so Dinge erstellt, um die Plattform unabhängig laufen zu lassen. Also, die haben da so eine eigene UI und auch eigene Messageboxes und so. Aber ich wollte eigentlich nur, dadurch, dass ich nur Android nutze hier, wollte ich eigentlich auch nur so eine Android-Messagebox. Ich habe da ein Tutorial gefunden, das ging. Eigentlich war das ein bisschen unnötig, weil das hat irgendwie auch noch versucht, plattformunabhängig zu sein. Sodass ich halt auf Android die Messagebox aufrufe und auf, auf Windows rufe ich halt da die Windows-eigene Messagebox auf, die auch ganz lustig ist. Ja, und dann habe ich halt das halt darüber noch gekapselt über Interfaces, was eigentlich total unnötig ist und was ich auch gar nicht brauche. Das heißt, das schmeiße ich vielleicht auch noch irgendwann raus. Also wir haben hier eine Confirm-Instance, die hat einfach nur zwei Methoden, retry und kit, nicht arg spannend. Und wir haben einen Connection Loss Dialog Handler, auch nichts Spannendes. Wo auch immer die ich jetzt habe. So. Schauen wir uns das wirklich wichtig an. Und zwar haben wir eine Game View. Oder halt diese View. Das brauchten wir eigentlich für das Ganze. Und vor haben wir Initialize aufgerufen. Wir hätten aber Initialize for View aufrufen müssen. Ich zoome nochmal ran. Hier. Vor hatten wir nur Initialize. Jetzt Initialize for View. Und das ermöglicht es uns, da, also das returnt dann die View und dann können wir mit der View arbeiten. Richtig schön. Einfach nur. Ja, gut. Also, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Dann sehen wir hier unten Show Connection Loss Dialog und dann wird eben hier mit der Game View wird dann da gearbeitet und das Ding erstellt. Ich habe, glaube ich, hier oben noch irgendwas umgeändert. Und zwar implementiert er jetzt auch diesen Connection Loss Dialog Handler. Und im Intro kann ich jetzt ganz bequem, oder mehr oder nicht im Intro, in der Network Connection hier irgendwo, kann ich in der Schleife, Can't Reach Server, Show Can't Reach Dialog, der ist dann unten, hier. Wird hier einfach hier so eine Show Connection Lost Dialog erstellt. Genau, und dann haben wir halt hier diese Methoden, retry und quit, die können wir dann einfach hier overriden. Und ja, das ist eigentlich ganz nett hier. Das heißt, wenn hier retry ist, dann wird halt retry erstellt. Wenn nicht, dann wird die App beendet. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Ich glaube. Nee, das ist, ja genau, das passt so. Ja, also ich habe es hinbekommen, das Ganze, und so funktioniert das auch, wie ihr ja gerade eben schon gesehen habt. Und ja, ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir wieder eine App weiterentwickeln, dass es dann ein bisschen besser klappt, nicht so wie es hier das mit diesem Dialog. Das war ja ein bisschen, da haben wir nur die ganze Zeit nur irgendwas gegoogelt. Das war ein bisschen langweilig, fand ich. Naja. Genau, das war es dann auch mit diesem Stream. Ich verabschiede mich von allen, die dabei waren. Waren diesmal, glaube ich, weniger als das letzte Mal, aber gut. Muss es ja auch mal geben, ne? Ah, genau, jetzt seht ihr hier auch gerade die Aufnahmesoftware. Das ist, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Für die es interessiert, ich nutze einen Open Broadcaster, weil der ist Open Source und ich persönlich mag Open Source Software. Muss ich ja zugeben. Ja. Genau. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren, ob auf Twitch gerade live oder auf YouTube. Ja,
Genau. Ich streame in der Regel immer Mittwoch abends. So 20:30 Uhr, 21 Uhr geht's los. Machen wir so 1,5 Stunden oder so. Genau. Also, wenn ihr dabei sein wollt, hier für die YouTube-Mitschauer, Zuschauer, ja, wie gesagt, Mittwochabend. Ja, ich kann es euch aber verzeihen, wenn man jetzt da nicht unbedingt mitschauen will, weil ist ja auch nicht so spannend. Wobei, ich vorhab das nächste Mal, ich kann nicht versprechen, dass wirklich das nächste Woche klappt, aber ich habe vor, ein live Programmiertutorial zu machen, was ich eigentlich ganz praktisch finde, weil die Leute können dann auch nachfragen, wenn es bei denen Probleme gibt oder ähnliches. Also, wenn du C++ lernen willst, im nächsten Tutorial wird es um Variablen gehen, kannst du ja nächsten Mittwoch vorbeischauen, da wird es vermutlich sein. Das ist der 29.04.2015. Nicht 16, 17, 18, 20 oder 1999. Genau, da kannst du natürlich vorbeischauen und wenn du Fragen dann direkt hast, wenn ich was erkläre, dann kannst du natürlich in die Kommentare posten und dann kann ich direkt darauf antworten, was eigentlich schon ziemlich cool ist, finde ich. Aber ich sehe schon, ich labere jetzt schon wieder Ewigkeiten. Es ist immer noch dieses Let's Player-Syndrom, könnte man meinen. Ja, genau. Ich beende es einfach mal am besten. Und dann, genau, sehen wir uns dann nächste Woche hoffentlich, oder? Samstag kommt wahrscheinlich wieder ein Video um 15 Uhr auf YouTube. Also könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Anno 72 Koop Let's Play. Irgendwie machen wir da wieder was. Weiß ich gar nicht, was in der Folge passiert. Das weiß ich auch nicht alles auswendig. Ich kann ja nicht alles wissen. Also dann. Ciao, bis bald.